Und ich habe mir die gute Frau da so rein angeschaut, so durch die Seitenscheibe. Schau mir die so an. Sie schaut mich an und ich mache so. Und sie macht so. Und ich mache wieder so. Und sie macht wieder so. Da dachte ich, gut, das können wir jetzt stundenlang machen. Bis dahin ist mein Auto auch voll, obwohl ich es noch nicht angesteckt habe. Peace. Los geht's nach Hause, und zwar das 31. Mal. Glaube ich. Fockerchens Heimvorteil 31. Falls es nicht stimmt, steht hier 32. Ansonsten steht 31, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es vielleicht stimmt. Genau. Heute geht es um Toleranz, Ignoranz, Erziehung. Also ihr könnt wieder abschalten. Es geht um Folgendes, im Titel steht ja drin, es geht um E-Parkplätze. E-Parkplätze heißt für mich, also nicht bloß, dass E-Parkplätze halt E-Parkplätze sind, sondern dass E-Parkplätze dafür da sind, dass E-Autos auch laden können, gleichzeitig beim Parken. Jeder von uns weiß es, der E-Auto fährt, dass es öfters mal vorkommen kann, dass man ganz gemütlich, keine Ahnung, in die Stadt fährt oder zum Einkaufen fährt. Und plötzlich denkt man sich, naja, man denkt sich, ja, weißt was, da ist ein Ladeplatz mit Parkplatz, da fahre ich hin und lade. So war das auch am Samstag. Ich bin mit meiner Frau nach Neumarkt gefahren in das Parkhaus, in das berühmte Parkhaus Neuer Markt. Und es ist wirklich ein total klasse Parkhaus. Erstmal ist es ziemlich groß, zweitens einmal ist es total modern, das heißt, über den Parkplätzen sind so LEDs angebracht, dass man von Weitem sehen kann, welches ist rot, ist besetzt, welches ist grün oder ist noch ein Parkplatz frei. Den Parkplatz würde man noch gar nicht sehen, aber dank der LED kann man den anschauen oder kann man den erkennen, dass der frei ist. So. Und dieses Parkhaus hat 13 E-Ladeplätze. Und ihr könnt euch schon vorstellen, was passiert. Fokker fährt rein, fährt ums Eck rum, schaue, stehen von diesen 13 Parkplätzen, glaube ich, 10 waren voll, 3 waren leer, und von den 10, die da schon da gestanden sind, ist ein einziger ein E-Auto gewesen, und das war ein BMW i3, und der hat auch einen Stecker drin gehabt, das heißt, der hat geladen. Alle anderen waren Verbrenner. Da bin ich reingefahren. Es waren nur 3 frei, ich bin reingefahren, da war nur einer, also 2 frei. Und haben mich dann nur ein wenig aufgeregt. Meine Frau hat mich dann angeschaut. Ja, Unverschämtheit, recht hast, aber was willst du machen? Und wie ich da so vor mich hin brummel und da auf diese Taste drücke, dass vorne die Ladeklappe aufgeht, sehe ich neben mir, war ja nur frei, sehe ich ein Auto reinfahren. Denke mir, ha, wieder ein E-Auto, passt. Schaue ich hin, ist eine C-Klasse Mercedes. Und zwar nicht das aktuelle Modell, sondern irgendein Modell, keine Ahnung, also das Vorgängermodell, so mit diesem viereckigen noch. Ich weiß bloß nicht, was das für eine Modellreihe war. Auf jeden Fall auch kein Hybrid, sondern ein normales normaler Verbrenner. Und ich habe mir die gute Frau da so rein angeschaut, so durch die Seitenscheibe. Schau mir die so an. Sie schaut mich an und ich mache so. Und ich mache so. Und ich mache wieder so. Und sie macht wieder so. Da dachte ich, gut, das können wir jetzt stundenlang machen. Bis dahin ist mein Auto auch voll, obwohl ich es noch nicht angesteckt habe. So, dann bin ich ausgestiegen, habe das auch hinten mein Kabel raus, das Kabel vorne eingesteckt. Und in dem Augenblick steigt halt sie auch aus, schaut mich an und sagt, kein Grüß Gott oder kein, sondern einfach, was schütteln Sie im Kopf? Also ich wollte schon fast sagen, weil sie scheinbar nicht lesen können oder so, aber ich war höflich und habe gesagt,
weil sie kein E-Auto haben. Na und? Das ist reserviert für E-Fahrzeuge. Versteht denn das, dass ich mich da nicht hinstellen darf? Das steht am Boden, wo sie jetzt mit dem Auto draufstehen. Ja, das steht ja bloß da, dass es reserviert ist, aber dürfen darf ich ja da trotzdem. Es ist ja nicht verboten. Da habe ich die Segel streichen müssen, weil ich eigentlich nicht weiß, ob es verboten ist oder nicht. Aber ich habe dann gesagt, naja, Schwerbehindertenparkplätze, stellen Sie sich ja auch nicht drauf. Ja, da ist es ja verboten, da kriege ich ja einen Zettel dran. Ich sagte, ja, das stimmt. Also, aber mal einen anderen Fall. Sie fahren mit Ihrer Freundin am Abend, Samstagabend ins Kino. Und jetzt ist ganz vorn, sind noch meistens so am Eingang hell beleuchtet, diese sogenannten Frauenparkplätze. Frauenparkplätze, ich weiß nicht, ob das verboten ist, ob ich mich als Mann da auch nicht hinstellen darf. Aber ich stelle mich da einfach nicht hin, weil es Frauenparkplätze sind. Weil ich mir denke, daneben sind genug Parkplätze frei, stelle mich halt ein bisschen weiter weg. Da habe ich gesagt, was wäre denn, Moment, es wird lauter, aber das war's schon. Was wäre denn, wenn Sie mit Ihrer Freundin da am Abend ins Kino fahren und es ist noch ein einziger Frauenparkplatz frei und ich fahre vor Ihnen und fahre aber dann mit meinem Auto da rein, steige aus und Sie sehen, dass ich keine Frau bin. Ich glaube, man sieht es, dass ich ein Mann bin. Da würden Sie sich doch auch ärgern, oder? Ja, das macht man ja auch nicht. Ja, aber auf einen E-Parkplatz draufstellen macht man ja auch nicht, wenn man keinen hat. Naja, wieso? Da stelle ich mich immer hin, weil es ist ja nichts mehr anders frei. Also doch, natürlich ist noch was anders frei. Da vorne, wenn sie reinfahren, da war nur jede Menge frei, aber da muss man halt weiter laufen. Man ist ja klar, dass man nicht weit laufen will, aber ich selber würde mich jetzt nicht auf einen E-Parkplatz hinstellen, wenn ich kein E-Auto habe. Ich selber würde mich nicht einmal auf einen E-Parkplatz hinstellen mit einem E-Auto, wenn mein E-Auto voll ist und ich nicht einmal laden muss. Selbst dann würde ich mich nicht hinstellen. Weil es einfach was mit Toleranz zu tun hat und mit Vernunft und mit logischem Denken. Weil ich sage, ich würde ja auch mit einem E-Auto, wenn ich nicht anstecke, würde ich ja einen anderen E-Auto die Möglichkeit nehmen zu tanken. Ja, da stehe ich immer. Und ich stehe ja eigentlich nicht lang, ich gehe ja nur einkaufen und dann komme ich wieder und so weiter. Also was willst du jetzt so einer Frau sagen? Oder das hat ja nichts mit Frau zu tun, oder so einem Menschen sagen. Es gibt so Möglichkeiten, entweder du nimmst das Ladekabel, wickelst es ihm um den Hals und machst mit dem verrückte Sachen. Oder du denkst dir dann teil und gehst einfach. Weil ich will dann auch nicht unhöflich werden. Rein theoretisch wäre vielleicht sogar die Möglichkeit gewesen, dass man zu diesem Betreiber geht, weil da unten sitzt ja dann meistens einer von diesem Secure-Team und ihn darauf aufmerksam macht, dass da Autos stehen, die ja auf einem E-Parkplatz stehen und nicht laden, weil sie nicht laden können, weil es Verbrenner sind. Dann haben wir gedacht, komm, lass es sein. Oder gehe einfach dann gemütlich einkaufen. So, dann bin ich einkaufen gegangen mit meiner Frau, habe vorher auf die Zeituhr geschaut, also 3 Stunden 30 ist das Auto voll, haben wir das dann grob gemerkt und wir sind dann ziemlich genau nach 3 Stunden 30, also er hat nicht mehr geladen, sind wir dann wieder zu dem Auto hin und haben eben das Auto dann abgesteckt und sind dann nach Hause gefahren. Lustig war, dass wie wir nach Hause gefahren sind, kein einziger Parkplatz mehr frei war. Keiner. Da waren wieder bloß 2 E-Autos gestanden. Einmal meiner und einmal ein alter Ampera, Opel Ampera. Wobei es kein Opel war, sondern ein Chevy, aber ich glaube, der heißt auch Ampera. Das ist das Hybrid-Auto. Der hat geladen. Alle anderen waren Verbrenner. Da waren alle Autos drin gestanden, von Nissan Micro, über Opel Corsa, über 3er BMW, über Passat, also komplett alles. Keiner hat geladen, selbst wenn ein Hybrid dabei gewesen wäre, hat er auch nicht geladen. Aber es waren alles normale Verbrenner. Ich bin dann rausgefahren aus dem Parkplatz und sehe hinter mir schon einen fahren.
wie er so näher kommt. Dann haben wir gedacht, habe ich dann so geschaut, ja, es ist ein älterer 3er BMW gewesen. Also älterer, das war ein E46, glaube ich, heißt der. Und dann bin ich raus aus dem Parkplatz und bin losgefahren und sehe, wie der E46 in den Parkplatz reinfährt, weil der frei war. Das heißt, von 13 Parkplätzen war ein einziger belegt durch ein E-Auto, alle anderen waren Verbrenner. So, jetzt kommst du Nachmittag, bist, naja, gehst gemütlich einkaufen, Samstagnachmittag. Okay, vor Weihnachtszeit ist es viel los. Gehst gemütlich einkaufen, schaust, sagst, naja, jetzt habe ich nur 95 Kilometer Reichweite, so wie ich jetzt. Jetzt fahren wir rüber, stellen wir uns unten hin, laden, gehen einkaufen, nach einer Stunde, zwei, drei, je nachdem, fahren wir wieder heim, ist das Auto voll. Oder auf jeden Fall voller, als wie ich ihn hingestellt habe. Jetzt fährst du hin und jetzt kannst du nicht, weil kein Parkplatz frei ist. Weil keine Ladesäule frei ist. Und da frage ich mich, warum macht man sowas? Intoleranz. Ja, also sagt man mir, ist wurscht. Ja, Hauptsache ich habe einen Parkplatz, ob jetzt da einer laden muss oder nicht, ist mir egal, scheiße E-Autos. Oder die sehen es einfach nicht. Dann müssten wir es noch größer schreiben oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob in dem Parkhaus, da muss ich das nächste Mal schauen, wenn du reinfährst, ob da drin steht, dass E-Fahrzeuge oder E-Parkplätze wirklich nur für E-Fahrzeuge da sind. Und kein anderer sich da hinstellen darf. Und wenn sich einer hinstellt, was passiert dann? Kann der abgeschleppt werden? Kann der einen Zettel hinkriegen, wo dann draufsteht, bitte stellen Sie es das nächste Mal nicht mehr hin? So wie es bei uns bei Siemens ist, wenn du falsch parkst. Und dann nach dem zweiten, dritten Mal oder so, wenn du wieder falsch parkst, kriegst du eben eine Parkralle hin. Kriegt man dann auch eine Parkralle? Oder kriegt man rein theoretisch gleich ein Ticket, wo keine Ahnung, 25 Euro fällig sind oder 15, je nachdem. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht probiert, will es auch nicht probieren. Aber ich werde mich da nochmal erkundigen bei dem Parkhaus-Betreiber. Ich weiß nicht, ob das die Stadt Neumarkt ist, mal schauen. Und werde mal nachfragen, wie normalerweise hier vorgegangen wird, ob man als E-Autofahrer, wenn man einen Parkplatz braucht und wirklich keiner frei ist, ob man dann hingehen kann und sagen, hey, ich muss jetzt tanken. Ich kann nicht, weil Verbrenner dort stehen. Was soll ich tun? Dann stellen Sie sich woanders hin, wird es dann heißen. Ja, aber wenn ich doch aber tanken mache. Klar kann ich jetzt fast leer losfahren und hoffen, dass ich da tanken kann, weil früher oder später wird hier alles vollstehen mit E-Autos und ich glaube auch nicht, und das ist ja das Gleiche, wenn ich jetzt mit dem E-Auto hinfahre und sage, da ist frei, da tanke ich jetzt voll, schaue auf die Uhr und sage, okay, nach 1,5 Stunden wäre er soweit, da wäre er voll. Ich aber dann genau weiß, naja, ich bin mindestens 4 Stunden unterwegs, weil ich vielleicht noch ins Kino gehe oder keine Ahnung was, und dann steht der, obwohl er voll ist, auf dem Parkplatz, Stecker steckt drin, aber er ladet nicht mehr, weil er eben voll ist. Bei Tesla musst du Strafgebühr zahlen. Ich glaube, das wird minutenweise abgerechnet. Das gehört sich bei uns auch. Als normales E-Auto gehört sich das auch. Bin ich dafür. Bloß was passiert, wenn der Verbrenner hinfährt und dann einfach dort steht und nichts tut? Dann sollte man ja das im Endeffekt genauso machen. Das heißt, wenn der Verbrenner dort steht, sollte der Parkplatz das wissen, da steht einer, der hat aber nicht angesteckt. Dann müsste man die Nummer rausfinden und sagen, also der Halter kriegt von mir jetzt pro Minute 1 Euro oder 3 oder 5 oder 20 oder 100. Je nachdem. Ui, da stoppen sie. Die sind ganz schön klein, da diese neuen Kameras. Krass. Siehst du eigentlich so gut wie gar nicht. Passt schon. Und sollte man so Blockadeparkern eigentlich dann auch vielleicht einen minütlichen Tarif geben? Wäre möglich. Abschleppen, weiß ich nicht. E-Meise hat einmal einen Bericht darüber gebracht, wie man damit umgehen soll. Soll man den abschleppen lassen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, dass wenn ich einen abschleppen lassen würde,
wenn es hart auf hart kommen würde, ob ich das nicht selber zahlen muss. Weil eigentlich zahlt ja erst einmal der, der den Auftrag vergibt, oder? Und wenn du kannst das zwar dann einfordern, aber wenn der sagt, es interessiert mich nicht, bleibst drauf sitzen, dann auf diese, was kosten abschleppen, kostet locker 200 Euro, 150 Euro, locker. Ist es das wert? Wie lernen solche Leute? Sollen wir die Reifen zusammenstechen? Dann bleiben sie noch länger stehen. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir nochmal in den Kommentare. A. Wie denkt ihr, schaut die Rechtslage aus? B. Wie würdet ihr damit umgehen? Oder wie geht ihr damit um, wenn ihr sowas seht? Sprecht ihr die Leute an? Und wenn die jetzt, so wie jetzt die gute Frau, keine Einsicht zeigen, sperrt sie die dann in den Kofferraum so lange, bis sie wieder kommt? Oder geht sie dann weiter? Denkt ihr euren Teil und denkt sie, ja gut, dann vielleicht hat das Gespräch beim nächsten Mal was geholfen. Wobei ich mir sicher bin, dass dieses Gespräch nichts geholfen hat. Die wird sich das nächste Mal genauso wieder hinstellen, weil das ist immer so. Ja? Und wenn ich so anders frei ist, dann stelle ich mich da wieder oder wieder. Also, weiß ich nicht. Oder wollen wir uns jetzt alle auf Mutter- und Kindparkplätze stellen, obwohl wir keine Mütter mit Kindern sind? Weil es ist ja nichts anderes frei und ja, ist halt so. Ja, bei Behindertenparkplätzen weiß ich, kriegst du einen Zettel mit einer Aufforderung zum Zahlen. Bei einem Mutter-Kind-Parkplatz oder bei einem Frauenparkplatz glaube ich nicht. Und dementsprechend glaube ich auch nicht beim E-Parkplatz daran. Weil gelesen habe ich jetzt offiziell in dem Parkhaus noch nicht, habe aber auch nicht aufgepasst. Schreibt es mir so rein, ich bin froh über jeden Kommentar, der das Thema befasst oder sich mit dem Thema befasst. Und bevor es noch dunkler wird und ich überhaupt nicht mehr zum Sehen bin, obwohl es ist für manche Monitore ja ein Segen. Servus, sagt Glocke, euer Focker.